Moin Moin und mal wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Kanal. Und ja, der neue White Dwarf steckt dort schon im Briefkasten. Fein, fein. Hatte ich heute gar nicht mit gerechnet. Und wir feiern sogar ein Jubiläum. Deswegen auch diese schöne Umverpackung hier. 30 Jahre Warhammer 40k. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, neue Edition hin oder her, was man davon halten mag. Ich bin im Moment auf alle Fälle wieder ziemlich fickrig, mal wieder eine Runde zu spielen. Und ja. Ja, was soll ich sagen? Sommerloch hin oder her. Ich bin im Moment auf alle Fälle fleißig am Basteln und so weiter und so fort. Seht ihr auch alles auf dem Kanal. Und freue mich auf alle Fälle, dass der White Dwarf heute da war, weil irgendwie hatte ich sowieso Bock, ein bisschen in die Richtung was zu lesen. Da kam der mir gerade recht. Habe ich gar nicht dran gedacht. Heute ist ja schon der 28. Und am 1. kommt er regulär raus. Die Abonnenten haben da mal so einen kleinen Vorteil, nicht wahr? Das ist immer ganz schick. Ja, wir schauen mal gratis. Also heute gibt es mal wieder das Gratis dabei. Zwei Riesenposter. Dann gucken wir mal in der Finsternis. Warhammer 40k. Was ist das? Erfahre mehr im Heft. Okay. Da wollen wir dann mal schauen. Da wird dann bestimmt ein wenig die neue Edition beweihräuchert. Das Blut von Helden. Zwei große Spielberichte nacheinander. Ruf an alle Generäle. Wir sehen uns das Handbuch des Generals 2017 an. So, so. Nichts als Krieg. Zur Feier von 30 Jahren Warhammer 40k. Sonderartikel. Erkundung der Geschichte von 40k. Ah, das ist cool. Mortarion, Primarch der Death Guard, ist zurück. Vier tolle Armeen in den vier Kriegsherren. Kunstinterviews und riesige Schlachtszenen. Oh, schöne Bilders. Exklusive Bastel- und Bemalanleitung. Ja, sehr geil. Dann drehen wir das mal um, weil das ist auch auf der Rückseite bedruckt. Und ja, sehr schick, 30 Jahre. Ich denke mal, das Bild, den wer länger spielt, der kennt sich da schon, kann sich da schon denken, nicht wahr? Kann sich das denken, Blödsinn, der kennt das Bild schon, ich bin schon wieder ganz woanders. Und ja, dann hier noch zwei Poster. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich bin auf alle Fälle heute ein bisschen mehr begeistert als sonst. Ich freue mich zwar immer auf den neuen White Dwarf, aber dieses Mal noch ein wenig mehr. Das ist mit Tesafilm geklebt. Da werden wir dann mal ein wenig cuttern. So, sehr klug. Sehr geschickt. Eine Seite schon mal eingeschnitten. Die hübsche Umverpackung, die kann man bestimmt mal für irgendwas nehmen. Und wenn es nur als kreativer Briefumschlag ist. So. So, das nehmen wir raus. Und hier haben wir. Aha, Total War Warhammer. Oh, und sogar zwei Poster mit weißer Rückseite, keine Wendeposter. Wir schauen uns das mal eben etwas weiter an. Seite 1 und Oberseite. Total War Warhammer 2. Hübsch, hübsch. Und dann hier, oh, das scheint was Größeres zu werden. Ja. Oh weh, das kriege ich gar nicht vor der Kamera ausgebreitet. Ich ziehe es euch einmal drunter durch. Oh, das ist auf alle Fälle schön. Das ist auf alle Fälle schön. Ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen wenigstens eingefangen. Und da flackert auch schon die Lampe und blendet. Ein Space Marine Poster, sehr groß. Das ist doch schon mal schick. Das Motiv, das werde ich euch mal kurz hier zeigen. Das ist nämlich um einiges praktischer für uns. Scharf bitte. So, so sieht das aus. Und das im großen Format. Ja, Space Marines natürlich mal wieder. Imperiale Armee oder so hätte ich mir natürlich auch. Oder Orks, geiles Orks-Poster wäre auch cool. Ja, aber so Poster generell mal, falls irgendjemand, der bei Games Workshop arbeitet oder irgendwo da, ne, mal Mitspracherecht hat, geile Poster. Auf alle Fälle kostet für euch nicht so viel. Finde ich, wäre eine ganz coole Beigabe so mal zwischendurch. Und ja, wir schauen uns aber das eigentliche Heft an und natürlich hätte ich gar nicht zeigen müssen, auf dem Cover ist das Motiv auch drauf. Und ja, 30 Jahre für Warhammer 40k. Und ja, seit über 20 bin ich dabei mit Pausen und ich mag es immer noch, muss ich sagen. Da wächst man, glaube ich, nie raus und wir schauen einfach mal ins Heftchen rein. So. Kriegen wir das hier alles drauf, ohne dass es zu sehr blendet? Müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir vielleicht einfach mal irgendwas als Unterlage hier, dass es nicht so blendet. Jedes Mal das gleiche Problem. Ist das zu hoch? Nö, das ist gut, so machen wir das. So, hier haben wir, erstmal gucken, wie das hier passt von der Optik. Ja, sollte gehen.
Haben wir ein wenig Werbung auf der ersten Seite? Erscheint bald. Warhammer Underworlds. Shadespire. Ein actionreiches spieltaktischen Arena-Kampfes für zwei Spieler. Okay. Ein Arena-Kampfspiel. Also Games Workshop, die hauen ja im Moment die Einzelspiele raus wie die großen. Und ja, mag man sehen, wie man will. Ich finde es auf alle Fälle ganz interessant. Irgendwie sieht man die obere linke Kante nicht, deshalb nehmen wir das mal da weg. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Alle kaufen, weiß ich nicht, ob man das muss, aber ja, irgendwie kommt man da mit der Kohle eh nicht hinterher. Wir schauen einfach mal rein. 30 Jahre Warhammer 40.000. Da gibt es was zu feiern. Und wir schauen mal, was das Heft zu bieten hat. Wir gehen einfach mal ins Inhaltsverzeichnis. Das neueste Planet Warhammer ist klar. Dann Kontakt, Interview, nichts als Krieg. Wir blicken zurück auf 30 Jahre Warhammer 40k mit Beiträgen einiger Leute, die an der Entstehung beteiligt waren, von Künstlern und Spieleentwicklern bis hin zu Autoren und Modelldesignern. Ja, das bietet sich an, ne, bei so einem Jubiläum. Dann haben wir das Blut von Helden diesen Monat. Haben wir nicht einen, sondern zwei Spielberichte. Hatten wir ja schon auf der ersten Seite gesehen, also auf dem Frontcover, auf dem Titel. So, so heißt das bei der Zeitung, also heute ist wieder. Nee, dann haben wir den ultimativen Leitfaden. Das Erbe der Rhino steht diesen Monat im Mittelpunkt. Dann haben wir vier Kriegsherren. Treue Verbündete, du möchtest ein paar Ogros in deinen Eilen. Zu deinen Iron Jaws, wir sehen uns einen neuen Aspekt aus dem Handbuch des Generals, des Generals 2017 an. Dann epische Spielen, Wargjagd in der Wildnis, das ist was zu der Hobbit. Dann Heavy Metal ist klar, Almanach des Generals oder des Generals. Nein, eigentlich müssten wir ja konsequent sein und den General meinen, weil es ist ja, also den General, das Englisch als General aussprechen, weil es ist ja mittlerweile alles an Titeln verenglischt. Da bin ich jetzt auch noch nicht so ganz der Fan von. Ist natürlich einfacher, muss man nicht so viel drucken und tun und machen, aber ich fand das auch in Deutsch immer ganz schön. Und wenn man halt die deutschen Bücher liest und dann immer die englischen Titel da drin hat, ich weiß nicht, wirkt manchmal ein bisschen deplatziert, aber gibt Schlimmeres. Ich denke mal, können wir mit leben. Englisch wird sowieso immer integrierter und lernen die Kinder ja schon in der Grundschule. Deswegen denke ich mal, dass das bald überhaupt gar kein Thema mehr ist und das wie eine zweite Muttersprache werden wird. Deswegen. So, wo waren wir denn jetzt? Heavy Metal war einmal nach des Generals, genau. So, dann haben wir Kitbash. Wir erklären einige einfache Umbautechniken und zeigen eine Sammlung aus Kitbash-Helden für Warhammer Age of Sigmar. Okay, dann Armies on Parade. Farbspritzer ist klar, Kampfgebiete. Da gibt es heute mal Bases. Krieger der Reiche. Die Studioarmee-Bemaler haben ihre Armee von Warhammer Age of Sigmar vergrößert. Dann haben wir aus dem Bunker. Dann sind wir auch schon da wieder am Ende. So, wir gucken uns aber jetzt erstmal schön hier ganz entspannt die neue Ausgabe an und gucken, was es da so Neues gibt. So, ich hätte ja fast drauf gewettet, dass das Space Marines was Neues gibt. So, die großen 8 Neuigkeiten aus dem Games Workshop Hobby. Da haben wir die verschiedenen Editionen. Warhammer 40k Rogue Trader 1987. Dann haben wir die zweite Edition, 93. Die Box, die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Die steht nämlich noch bei mir auf dem Dachboden. Damit habe ich Warhammer angefangen. Dritte Edition kenne ich auch, die hatte ich auch. Kampf um McGreg hatte ich, glaube ich, auch. Sturmlung auf Black Reach hatte ich auch. Sturm der Vergeltung nicht. Dark Vengeance auch nicht. Und Dark Imperium habe ich auch nicht, weil ich nämlich die Space Marines nicht mehr spiele. Und die Death Guard war natürlich optisch auf alle Fälle reizvoll. Aber ich hatte ja jetzt erst letztens mir ein paar Orks geholt und deswegen, nö, nicht noch mehr. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier unten erstmal den Space Marines Primaris Intercessor Veteran Sergeant. Der ist vorbestellbar ab 2.9. und erhältlich ab 9.9. Kostet 25 Euro. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also es ist schon, ich weiß, die Preisdiskussion bei Games Workshop, gerade jetzt auch mit den neuen Modellen und so weiter und so fort, das ist immer so eine Sache für sich. Die Kollegen aus dem Bunker, ich glaube, der Oberst Pfeife war es, die haben gesagt, irgendwie, ja, Jungs, wenn ihr irgendwie kein Geld in der Hand nehmen wollt, dann geht und spielt mit euren alten Playmobil-Puppen oder was er sagte. Ganz Unrecht hat er nicht, weil
Es ist halt ein teures Hobby, aber ich finde, auf der anderen Seite muss man das mit den Preisen auch nicht übertreiben oder nicht überziehen. 25 €, das sind 50 Mark für eine Figur. Ne, also das ist schon etwas über der Schmerzgrenze, finde ich. Und da sollten die Jungs sich mal überlegen, gerade wenn auch Konkurrenzsysteme jetzt aufs weiter auf den Markt drängen. Ich sag nur Fantasy Flight und Star Wars Legion zum Beispiel, das soll ja auch das erste richtig fette Tabletop werden und hat bei manchen schon irgendwie den Status von einem Warhammer 40k Killer, aber das wage ich erstmal zu bezweifeln, weil das halt zwei grundverschiedene Schuhe sind, sag ich mal. Und ja, schauen wir mal, aber ich würde ab und zu echt mal nachdenken, so kleiner Wink an Games Workshop, die Preise mal etwas akkurater zu halten. So. Dann haben wir hier das Modell des Monats, Mortarion, Dämonenprimarch des Nurgle. Mehr dazu auf Seite 112, okay. Vorbestellen 9.9. erhältlich 10.9. 110 Öcken. Nicht wahr, wo wir dann mal wieder beim Thema wären. Und ich sehe gerade, das blendet hier so ein bisschen. Ich glaube, irgendwas da drunter legen müssen wir schon, ne? Ich denke, wir nehmen einfach hier diese geile. Bringt das was? Auch nicht das meiste, ne? Oh, wir bauen uns hier schon was Schönes. So. So. Versuchen wir es mal so. Auf alle Fälle blendet es nicht mehr ganz so doll. So, 110 €. Ja, wie gesagt, das ist wieder so eine Nummer. Sind 220 Mark. Ich weiß, man darf es nicht mehr umrechnen, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist eine harte Nummer auf alle Fälle. Und ja, sieht natürlich da im Gegenzug auch wieder super geil aus. Wir sehen die ganzen Details und ja, ich finde auch mit den neuen Modellen ist auf alle Fälle, gerade wenn man sich die Death Guard anguckt, ist da vom Detailgrad, uiuiui, ne? Also da macht Games Workshop dann natürlich, den anderen zeigt er schon, wo der Hammer hängt und ja, ist halt immer für und wieder, man sollte halt mal gucken, aber wie gesagt, die Preise sollten einigermaßen noch im Rahmen bleiben. So, Codex Death Guard. Es geht nämlich mit den Kodizes los, das hatten wir schon gesehen. Und die Death Guard, wer hätte das gedacht, kriegen als erstes wieder mit dem Codex mit den Space Marines zusammen, weil waren ja auch in der Box und so und viele Leute werden die jetzt wahrscheinlich zu Hause rumstehen haben. Auch viele Leute, die mit Warhammer erst angefangen haben. Und deswegen ist es auch sinnvoll, die zu machen. Ich hoffe, die hauen die jetzt nicht so schnell raus, dass da nach einem halben Jahr oder so wieder Verbesserungsbedarf besteht und die Regeln ein bisschen grützig sind. Ich hoffe mal, die haben sich da schon Kopf gemacht, aber schauen wir erstmal. Ja, der Codex kostet 32,50. Neunten vorbestellbar, 16. Erhältlich. Dann haben wir noch die Datakarten für die Death Guards. Die gibt es auch am 9. vorzubestellen, ab 16. zu kaufen, kosten 12 €. Dann haben wir noch Warhammer 40k Death Guard Dice, also Würfelchen, ebenfalls 9. und 16., die kosten 15 € und wer den Codex nochmal schön haben will, der kann dafür 65 € sich den Death Guard Sammler Edition, sind Death Guard, habe ich schon mal gesagt, ne? Doppel Death Guard Codex holen. Ja, ist für Sammler halt immer interessant, wer wirklich das Zeug sammelt, der kann sich dann auch was Schickeres bestellen. Diener des Imperators. Aha. Da gibt es noch einen neuen Kodex. Und zwar den Kodex Adeptus Mechanicus. Das ist ja auch so eine Armee, die ich mich, wo ich mich noch nicht dran getraut habe, die mich schon immer reizt. Ich finde die Einheiten extremst geil, muss ich sagen. Naja. Aber wie gesagt, erstmal die ganzen anderen angefangenen Sachen hier machen und dann mal weiterschauen. So, dann auch dieser kostet 32,50 und den gibt es auch am 9. vorzubestellen und am 16. zu kaufen. Den gibt es auch dann nochmal, ups, falsch rum. Na, da habe ich mich auch verlesen. Moment, so, den gibt es als Sammleredition. Der ist am 9. vorbestellbar, am 16. erhältlich für 65 € und der für 32,50, der normale, der kommt später raus. Okay. Komisch, komisch. Ja, vielleicht die Leute, die nicht warten können, die müssen sich, sollen sich an den Limitierten kaufen. Nein, pfui. Immer diese bösen Anmerkungen hier. Der ist nämlich erst ab 16. vorzubestellen, der normale, und den gibt es ab 23.9. dann. Jawohl. Aber man sieht, die Dinger, die kommen jetzt relativ zügig raus, nachdem das Spiel auch schneller gekommen ist, als ich dachte, die 8. Edition. Und Gerüchte halber sollen ja bis Weihnachten alle Kodizes raus sein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, die sind auch gescheit. Andererseits, ich freue mich auch schon auf die Kodizes. Das ist es ja immer wieder, ne? Man freut sich ja doch schon so ein bisschen drauf, gerade jetzt mit Editionswechsel.
was sich da getan hat, ob die jetzt 1:1 mit den Indizes irgendwie übereinstimmen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Fragen über Fragen. So, weiter geht's. Belisarius Call. Arc Magus Dominus. Auch sehr geiles Modell wieder. Ihr seht den Detailgrad, der ist natürlich echt Porno teilweise und muss man auch bemalen können. Also ich bin da ja eher der Grobmotoriker, aber es gibt Leute, die können das wirklich richtig, richtig gut. Und für solche Leute, wenn man solche Modelle hat oder dann nochmal Geld in die Hand nehmen will und die zu einem Bemalservice geben will, nicht wahr? Da kann man dann das auch wirklich dann genießen, sag ich mal. Man muss ja halt die Kohle noch dafür investieren, aber die Leute machen halt echt gute Arbeit, wie man sieht. Und ja, viel Blabla. So, das Modell. Vorbestellbar 16. erhältlich 23. Könnt ihr euch gleich mit dem Codex zusammenkaufen, wenn kostet 42,50. So, dann gibt es natürlich auch noch die Datakarten für Adeptus Mechanicus, die auch 16. und 23. kosten 12 Euro. So, dann geht es wieder weiter. Es gibt natürlich mal wieder ein paar Space Marines, also die sind ja mittlerweile, uiuiui. Klar, werden jetzt erstmal gehypt und dann schauen wir mal, welches die nächste. Also ich tippe ja mal, dass die Adeptus dann dran sind und ich hoffe mal, dass das Imperium dann generell erstmal so ein bisschen durchgezogen wird. Also ich bin auf alle Fälle mega gespannt auf neue Einheiten für die Imperiale Armee, also Astra Militarum auf Neudeutsch. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. So, lange Rede, gar keinen Sinn, weiter geht's. Space Marines Primaris Intercessor Combat Squad, das sind die Herrschaften da. 2.9. vorbestellbar, 9.9. lieferbar, 25 Euro für die 5 Modelle. Dann gibt es die Primaris Hellblasters. 5 Modelle auch für 25 Euro, auch 2. und 9. Und die Primaris Reavers, oder Reavers spricht sich das glaube ich eher aus, ja Reavers. Die Reaver Comet Squad, auch 5 Modelle, auch 2. und 9. und auch 25 Euro. So, dann geht es weiter. Krieg in den Reichen. In den Reichen der Sterblichen in diesem Monat, ist in diesem Monat eine Menge los. Es gibt neue Warscroll-Karten, das Handbuch des Generals, ach nein, des Generals, und ein neues Spielset, Seuchenkrieg. Wird das der Krieg, in dem Nurgle die Herrschaft erringt, oder wird es sein Ende? Also die Modelle sehen natürlich mal wieder super pornogeil aus. Ich stehe auf so einen Scheiß. Hier, die geile verrottete Schnecke, wie geil ist das denn? Super cool. Also die Modelle, herrlich. Kann ich nicht anders sagen, wenn man die auch noch so geil bemalen kann. Absolut cool. Und ja, die ganze Geschichte kann man jetzt schon vorbestellen. Da unten seht ihr eine Schlacht von Vergeltung und Verderbnis. Und ja, der Spaß kostet, kommt dann raus. Am 2.9., also sprich jetzt auch nicht mehr lange hin, und kostet 125 Euro. Da ist drin, was ihr seht, und ich finde die Schnecke geil. Auf jeden Fall. Sehr cool, sehr, sehr, sehr cool. Weiter geht's. Das Handbuch des Generals, 25 Euro erhältlich jetzt, und zwar die 2017er Ausgabe. Und dann haben wir noch Warscroll-Karten. Die Warscroll-Karten sind für jeden Spieler, also falls ihr das nicht wisst, lese ich das mal kurz vor, von Warhammer AOS nützlich. Es gibt sie bereits für mehrere Armeen und nun kommen 5 weitere hinzu. Für die Beast Claw Raiders, Bone Splitters, Disciples of Tsinch, Iron Jaws und Slaanesh. Aber wozu genau sind diese Sets aus Warscroll-Karten gut? Einfach ausgedrückt erhält jeder Satz Warscroll-Karten für jede Einheit des entsprechenden Battletooms. Das Set der Disciples of Tsinch enthält also 25 Warscroll-Karten für alles von Lord of Change bis Blue Horrors. Das der Slaanesh, 12 Warscroll-Karten für Alariel, ach du meine Güte, und ihr blättriges Volk. Ja, schwer, wenn man das nicht spielt. Ich bin mit den Namen nicht so ganz so vertraut, verzeiht mir. Naja, aber wie gesagt, ihr könnt euch ja, könnt auf Pause drücken und euch den Rest durchlesen. Ich laber nämlich schon wieder fast 20 Minuten für so ein bisschen Neuheiten. So, Warscroll-Karten, Beast Claw Raiders, 12 Euro. Für die Warscroll-Karten, Bone Splitters, 12 Euro. Disciples of Tsinch, die kosten 20. Die sind auch noch nicht jetzt erhältlich, die anderen beiden jetzt schon. Die Tsinch, die brauchen noch bis 9.9. bis sie rauskommen. Vorbestellen könnt ihr am 2. Dann haben wir noch die Iron Jaws, die sind jetzt erhältlich, kosten auch 12 Euro. Und die Slaanesh sind auch 12 Euro und jetzt erhältlich.
So, Citadel Hobbybedarf. Genau, es gab ja diese coole Skullbox, die ich auch irgendwie sehr geil fand. Da muss ich mal gucken, ob ich mir den noch gönne. Da sind irgendwie ein Haufen Schädel drin. Die haben wir in der letzten, ich glaube, im letzten White Dwarf war die drin. Sehr cool. Hier haben wir auch die Box. Das ist die nämlich. Da sind 340 Schädel drin. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, die lag auch bei 30 Euro. Ich will es jetzt gar nicht beschreien. Ah, da steht es aber noch. Ne, 20 Euro. 20 Euro für 340 Schädel. Da bin ich ja schon fast geneigt, die irgendwann mal einzushoppen. Weil ich finde das einfach geil. Ja, wie gesagt, die ist jetzt erhältlich. Kostet 20 Euro. Dann haben wir noch die Barbed Bracken oder Bracken. Für die Basis so ein bisschen 144 Stück Pflanzen für 20 Euro oder 12 kriechende Ranken für 20 Euro, die gibt es auch jetzt. Jawohl, die Creeping Vines. So, Neues von Forge World. Da schauen wir mal kurz. Magister Armor und der Legion der Thousand Suns. Ja, da sind wieder schöne Modelle, nicht wahr? Schöne Modelle. So, dann geht es aber weiter mit Neuem aus Mittelerde. Citadel Miniatures und Forge World produzieren ein großes Sortiment an Bausätzen aus Kunststoff, Metallresin. Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Diesen Monat greifen Bein, Son of Bard und seine Schwester Sigrid und Tilda zu den Waffen. Okay. Ja, ist auch ganz hübsch, habe ich mich mit dem Spiel noch gar nicht beschäftigt, aber wie gesagt, ne? Ich habe weder Zeit noch Geld im Moment noch mehr zu machen. Aber wir gucken hier erstmal weiter, was exklusiv im Webstore verfügbar ist. Und zwar die Plague Brethren, würde ich das jetzt mal aussprechen, oder Brethren. Für 32,50 vorbestellbar 9.9., 16.9. erhältlich. Und das sind die Herrschaften. Und ja, vom Detailgrad auch wieder schön. Und wie gesagt, also die Nörgel, die gefallen mir, die Death Guard gefallen mir auch auf alle Fälle sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. So, dann geht's weiter mit der Black Library. Hüter der schwarzen Klinge, Buch des Monats. Und der Spaß wird kosten 11,99 € und wird ab 26.8. vorbestellbar sein, also ab vorgestern und erhältlich ab 2.9. Und dann haben wir Jainzar, der stille Sturm. Das sehen wir hier mit dem hübschen Cover. Vorbestellbar 26. und 2. kostet auch 11,90. Dann haben wir Mechanicum von Gray McNeil. Das sehen wir da. Kostet 15 €. 26. auch vorbestellbar, 2. lieferbar. Dann haben wir noch Eye of Night. Ein Audiodrama, 64 Minuten. Kostet 15 €, 16. vorbestellbar, 23. lieferbar. Dann haben wir noch Black Shields, The False War. Auch ein Audiodrama, 72 Minuten und der Spaß kostet 15 € und ist ebenfalls am 23. vorbestellbar und am 30. lieferbar. Nicht ebenfalls, sondern ist so. Punkt. So, wir schauen mal weiter. Videospielneuigkeiten, Total War, Warhammer 2. Wie gesagt, mein PC gibt es im Moment nicht her, solche Spielchen zu spielen. Ansonsten wäre ich dem auch gar nicht abgeneigt. Ein schönes Echtzeitstrategiespiel, da sage ich auch nicht nein zu. Gerade dann schön im Warhammer-Universum. Warhammer Quest 2 hätten wir noch im Angebot. Space Wolf, Freeblade, Doomwheel, Aeronautica, bald erhältlich, Ankündigung. Dann Warhammer 40k, Inquisitor, Martyr. Das sieht mir sehr shooterlastig aus. Dann schauen wir mal weiter. Age of Sigmar Kriegszeiten Feuersturm. Ein Spielset enthält alles, was du für eine kartenbasierte Kampagne mit bis zu 4 Spielern brauchst. Leicht aufzubauen und zu spielen, mit allen spielbar, von einer kleinen Scharmützeltruppe bis hin zu einer gewaltigen Armee. Okay. Da gibt es ein neues Kartenset dann. Interessant, interessant. So, dann kommen wir zu den Leserbriefen. Da brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht so viel zu sagen. Da schauen wir einfach mal weiter. So, und hier kommen wir dann zum 30-jährigen Jubiläumsartikel. Und ja, da schauen wir einfach mal so durch. Das alte Rook-Trader-Bildchen, das kennen wir alle noch. Das ist schon her. Das war schon damals älter, wo ich angefangen habe mit Warhammer. Nichts als Krieg. Seit es vor 30 Jahren erschienen, wurde Warhammer 40k zu einem weltweit der einzigartigsten und beliebtesten Spiele und Universen. Zur Feier blicken wir diesen Monat auf 3 Jahrzehnte Finsternis in der fernen Zukunft zurück. Ja,
Der hat, ui. Da habe ich auch schon viel Spaß mit gehabt, muss ich sagen. Und das ist wirklich mal ein dickes, fettes Battlefield. Und das, was da an Arbeit, Zeit und Geld auf dem Tisch steht, da Respekt und Anerkennung, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das müsst ihr euch am besten auch eine schöne Farbkombination, sehr schick gemacht, auf alle Fälle. Ja, das ist halt, wie gesagt, bei Warhammer ist das Auge mit, war schon immer so. Das müsst ihr euch am besten anschauen, wenn ihr die Zeitung habt. Und ja, euch einfach mal an den vielen Details erfreuen. Ich finde sowas immer sehr, sehr, sehr geil. So, da haben wir hier noch eine schöne Zeitleiste. Hier haben wir die zweite Edition dann quasi, womit ich angefangen habe. Da kann ich mich auch dran erinnern, mit den Ork Boys und den Grotzen, die alle gleich aussahen und ihr kleines Gewehr hatten. Schade, dass ich die verkauft habe, die ärgert mich langsam. Hier sehen wir dann, wie gesagt, nochmal die komplette Zeitleiste. Finde ich auf alle Fälle ganz cool gemacht. Dann wieder schöne, schöne, schöne Bilder. An die Box kann ich mich auch noch entsinnen. Ja, schöne Artworks. Früher war das ein bisschen düsterer, fand ich. Fand ich auch gar nicht schlecht. So, dann gibt es hier wieder schöne Bilder. Supergeile Tyranniden. Auch eine geile Armee. Wie ich finde, hatte ich ganz am Anfang, hatte ich mir da mal von diesen Packs eins geholt, die noch so schön den roten Rahmen oder was oder den lila Rahmen rundherum hatten. Die waren damals ja gerade aktuell. Und ich hatte dann angefangen und wollte die bemalen und das war für so einen, ne, früher gab es ja auch noch nicht wirklich Internet, so, das muss man ja mal dazu sagen. Das wurde alles aus Zeitschriften, hat man sein Wissen bezogen oder falls man einen kannte, der gespielt hat oder so. Und da war halt irgendwie noch nichts mit Maltechniken vorgebetet kriegen und so, da musste man alles ein bisschen rumprobieren. War auch cool auf alle Fälle. Kann ich nicht anders sagen. Ja, hier sehen wir nochmal ein paar schöne Bildchen. Jawohl, hier gibt es Orks gegen imperiale Armee. Und hier sehen wir dann genau die alten Kodizes. Und ja, sehr geil. Genau, das alte Apokalypse-Buch. Ja, der Kodex, der war früher auch Kodex. Space Wolves, den hatte ich auch tausendmal in der Hand. Hatte überlegt, die Armee anzufangen. Hab's dann irgendwie aber aus kohletechnischen Gründen doch nicht gemacht. Und ja, aber den Kodex, den hatte ich auch voll oft in der Hand, weil ich den sehr, sehr geil fand. Das weiß ich noch. Das ist auf alle Fälle schon ziemlich lange her, ja. Sehr geile Tau-Armee. Schick, schick gegen Orks. Das Universum von Warhammer 40k. Was auch passiert, du würdest vermisst. So, so auf einmal doch. Ja, schick auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier wieder mal ein bisschen Black Library. Da könnt ihr noch ein bisschen was zum Lesen gucken. Und jetzt kommen wir zum Spielbericht. Wir haben Orks gegen Space Marines. Eine ganz klassische Kombination von Gegnern. Auf einer sehr schönen Platte, wie wir hier sehen. Die gefällt mir auch sehr gut. Sehr schick. Jawohl, hier geht's weiter. Könnt ihr euch schön durchlesen in Ruhe. Immer geil gemacht. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Solche Platten, die machen einfach, ne, einfach Bock zu spielen, kann man nicht anders sagen. Das ist auch der Schädelherrscher, eins meiner absoluten Lieblingsmodelle bei Warhammer. Auch wenn ich die Fraktion nicht spiele, aber der hat einfach so viele Schädel, dass es nur gut sein kann. Sehr, sehr schick. Hier nochmal die Orks. Auch die Platte hat was. Schön eingearbeitet hier die Geländestücke. Die Straße finde ich ein bisschen schlicht, aber. Ja, die ist halt relativ schlicht gehalten, die Platte, aber es ist halt geil eingebaut und so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, angedreckt. Das ist halt da. Sieht wirklich aus, als wäre es nicht einfach draufgestellt, sondern Teil der Platte, sehr schick. So, und hier sehen wir jetzt schon Machtstufe, Machtstufe. Das hat es früher nicht gegeben. Das ist neu erst in der 8. Edition. Früher gab es das halt ganz normal mit Punkten und so. Könnte man heute auch noch ausgeglichenerweise machen, aber. Diese Machtgeschichte, das ist halt was in der 8. Edition gekommen ist. Falls ihr jetzt ein bisschen raus seid oder euch fragt, was zum Teufel ist Macht,
Macht nichts. Wenn ihr das nicht wisst, ist die 8. Edition. Schaut einfach mal rein. Die Regeln gibt es bei Games Workshop. Die Grundregeln gratis runterzuladen, ja. Oder ihr schaut euch einfach bei mir die Regelvideos an. Die gibt es bei mir auf dem Kanal. Ist sehr kompakt geworden, nicht wundern. Und ja, das ist die 8. Edition. Nur mal so, falls einer sich gerade gefragt hat, was zum Teufel denn jetzt hier die Macht ist. Ja. Wie gesagt, das hier könnt ihr euch dann am besten mal selber angucken und durchlesen. Die Bildchen, die sind sowieso immer sehr schick. Da stehe ich ja total drauf. Und da freuen sich alle wieder und haben sich wieder alle lieb, nachdem sich die Köpfe eingeschlagen haben. Dann haben wir den ultimativen Leitfaden und da gibt es das Rhino, was übrigens auch bei der Warhammer World in ja, Birmingham, meine ich, in England auf alle Fälle in der Warhammer World vor der Tür steht. Sehr cool. Da werde ich auch irgendwann mal einen Trip hinmachen. Und er ist heute im ultimativen Leitfaden. Faden. Halt allseits bekannt. Gibt es auch schon ewig, nicht wahr? Da. Ja, ich finde diesen ultimativen Leitfaden, finde ich immer geil. Kann ich immer nur wieder sagen. Sehr, sehr cool. So, dann geht's weiter. Globale Chancen. Wer sich bei Games Workshop bewerben möchte, der tut dies. Dann haben wir wieder unsere vier Kriegsherren. Einmal mit Space Marines, einmal mit Craft World Elder in einem interessanten türkisen Farbschema, einmal mit der Armee meiner Wahl, mit dem Astra Militarum. Schauen wir mal eben, wie die Jungs so aussehen. Ja, interessantes Farbschema. Mit Rot stehe ich zwar nicht ganz so drauf, aber schick bemalt, gefällt mir doch. Ja, doch, doch, doch. Und dann die Chaos Space Marines. Geiles Modell. Super geiles Modell. Auch dieses, ja, Warn-Tarn-Muster, möchte ich es mal nennen. Sieht sehr cool aus da drauf. Das sieht sehr schick gemacht auf jeden Fall. So, letzte Kriegsvorbereitung. Mathe halt. Diese Imperialis oder Sektor Imperialis finde ich auch extremst geil. Diese modularen Platten. Das ist auf alle Fälle. Wenn man in die Richtung die Stadt aufbauen will, ist das echt ein super guter Untergrund im wahrsten Sinne des Wortes oder eine gute Basis, um da anzufangen und dann halt so ein technisches Szenario hochzuziehen, finde ich extremst geil, gerade mit den Sektor Imperiales Geländestücken. Wenn das nicht alles so scheißen teuer wäre, hätte ich sowas auch. Aber ich glaube 240 oder so kostet oder 265 kosten die Platten und dann nochmal die ganzen Geländestücke drauf. Aber man kann, wenn man da drauf steht, gerade wenn man jetzt irgendwie eine Armee spielt, sagen wir mal, man spielt wirklich Adeptus Mechanicus und möchte halt deren Heimatplanet oder deren Heimatwelt oder Heimatstadt darstellen mit eigenen Farbschemata zum Beispiel, dann kann man sich wirklich mit den Platten und den Geländestücken, die es dafür gibt, was richtig, richtig, richtig Schickes fertig machen, was halt überall Technik und Schnickschnack hat und hammergeil. Hammergeil. Ja, dann haben wir wieder hier Support Your Local Dealer, nicht wahr? Games Workshop. Oder halt Warhammer Spielzeugläden, also Läden oder Spielwarenhändler, die Warhammer vertreiben. Bei uns wurde leider jetzt in der nächsten Nähe hier der Spielwarenladen, der hat das jetzt komplett aus dem Sortiment genommen, verdammte Scheiße, aber naja. So, spielen. Treue Verbündete anlässlich der Veröffentlichung der neuesten Ausgabe des Handbuchs des Generals für AOS möchten wir besonders zwei Aspekte hervorheben, die neuen Treuefähigkeiten und die Regeln für Verbündete. AOS bin ich ja nicht so ganz im Thema, nicht wahr? Also eigentlich gar nicht, weil ich das nicht spiele aufgrund von Zeit- und Geldmangel. Sollte ich im Lotto gewinnen, verspreche ich euch, fange ich auch AOS an und dann gibt es auch davon irgendwas zu sehen. Eins meiner Lieblingsmodelle hier, ich weiß noch nicht mal, wie es heißt, aber das ist immer sehr schick. So, und dann haben wir das volle Warhammer-Programm Wargjagd in der Wildnis. Und zwar geht es hier um der Hobbit, das Tabletop. Auch eine starke Lizenz und Herr der Ringe, denke ich mal, gibt es wenige, die es nicht mögen. Und hier blendet schon wieder ein bisschen, wie ihr seht. Ja, da sind halt die neuen Regeln, auch wieder schöne Bildchen. Und wer hätte es gedacht, es geht um Waage, nicht wahr? So, dann haben wir die Heavy Metal Fraktion. Mortarion, Dämonenprimarch des Nurgle, das haben wir eben schon, das ist ja das Modell des Monats, nicht wahr? Das ist auch echt fett. 110 Euro kostete der Spaß, glaube ich, ne? Ja, wenn man das so bemalen kann, dann auf alle Fälle den Hingucker auf dem Feld. Und dann bei so einem Modell, würde ich sagen, macht dann auch die Regel-Wackling-Modelle wieder Sinn. Das war das, was ich im Video letztens sagte, bei den Regeln.
Wenn man wirklich solche Modelle da stehen hat oder noch irgendwie noch mehr Tentakel und Schnickschnack dran, wenn die dann runterknallen und die haben 110 Öcken gekostet und ihr habt da 2 Wochen dran gesessen, um die zu bemalen, dann, ja, wie sagte der Emotec-Sturmherr, da kriegt man doch glatt Hämorrhoiden bei dem Spiel. Also nicht wahr? Sollte man dann tunlichst vermeiden. Aber schickes Modell auf jeden Fall. So, der Almanach des Generals. Das ist die neue Reihe über das Spiel von Age of Sigmar, in dem wir euch einige Ideen-Tipps für die besten Generäle der besten Generäle im Reiche präsentieren. Okay, also halt Tipps und Tricks zum Spielen von AOS. Hallöchen. Ja, ne, super schicke Sachen. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr, sehr schick. Dann haben wir Modellbau und Bemalen. Das ist ja immer so eine Sache, wofür man Zeit haben muss. Aber hier gibt es immer schöne Tipps und ich bin auch absoluter Fan von diesen Sachen hier, wo man auch was gezeigt kriegt, wie man das macht. Und ja, hier geht es heute um Base-Gestaltung, wie ich das so sehe. Und ja, da nimmt man sich halt, gornet sich ein bisschen was zusammen und tüdelüt und baut das dann noch unten drauf. Ich hoffe, es geht überhaupt um Base-Gestaltung. Eigentlich, ich glaube, er bastelt hier jetzt auch seinem Kollegen noch ein bisschen was anderes. Schauen wir mal, wie du deinen eigenen Kriegsherrn umbaust. Nein, es geht nicht um die schöne Base. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es geht um den Kriegsherrn. Aber es ist halt ein bisschen Individualisierung von Charaktermodellen. Und ja, gut, hier hätte ich das dann auch dann festgestellt, dass es nicht unbedingt um die Base geht. Aber egal, die Base gehört mit dazu. Ja. Da kann man auf alle Fälle mal was Schönes lernen. So, dann geht's weiter mit Armies on Parade, sammeln und bemalen. Da können wir ein bisschen Looky-Looky machen. Hier gibt es wieder ein bisschen Gelände. Dann haben wir hier schön Imperial Knight. Ich finde die Dinger absolut genial, kann ich nicht anders sagen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Gelände. Und wie gesagt, solche Sachen. Und dann auf den Sektor Imperialis Platten. Auf alle Fälle sehr geil. Dann kommen wir wieder zum Farbspritzer. Beim Farbspritzer kriegen wir immer schön erklärt, wie man die ganzen schönen Effekte zustande kriegt, dass die Miniaturen dann auch so aussehen, wie sie bei den meisten aussehen. Da gehört natürlich eine Menge Übung und Fingerspitzengefühl dazu. Und ja, nicht wahr? Das ist halt Übungssache. Bisschen Talent muss man haben, aber hier kriegt man schon einiges erklärt. YouTube und so gibt es natürlich auch eine ganze Menge erklärt. Da gibt es wirklich viele Plattformen, wo man sich das auch ein bisschen angucken kann. Zum Beispiel der Dennis von Dice, der macht immer sehr schöne Sachen. Könnt da mal reinschauen. Der hat wirklich alles sehr gut erklärt und zeigt dann auch mal, wie das geht. Oder der Chef Oberboss natürlich, der bemalt ja auch vorzugsweise gerne Orks, aber mittlerweile auch andere Spielsysteme. Und ja, der zeigt euch auch immer, was für Farben das sind, wie er das macht und macht das wirklich live on cam quasi. Also zeichnet alles auf und ja, da kann man sich auf alle Fälle viele schöne Sachen abgucken. Man muss es halt dann nur hinkriegen. So, dann geht es doch noch irgendwann um Base-Gestaltung. Ich wusste doch, ich habe das irgendwo gelesen. Und ja, hier kann man halt wunderschöne Sachen machen. Und die Base wird ja meistens so ein bisschen vernachlässigt. Man malt seine Figur und tut und macht. Und die Base ist dann mal eben schnell übergepinselt, ein bisschen Streu drauf und fertig, nochmal trocken gebürstet. Aber man kann, und das sieht man hier extremst zum Beispiel, dass man mit der Base-Gestaltung auch die Optik des Modells extrem erhöhen kann. Und das so einiges wertiger macht. Und wenn wirklich man sich die Mühe macht und die Base dann irgendwie nach und nach schön gestaltet, dass man dann auf alle Fälle eine sehr persönliche Armee hat, die kein anderer hat, ist halt immer nur so, was ich mal so ein bisschen schade finde, ist, wenn man die Armee auf einer anderen Platte spielt oder beim Kollegen oder so, dann sind die Bases halt auf die eigene Platte eingeschossen, sag ich mal, oder optisch angepasst und sehen auf der anderen Platte ein bisschen komisch aus, aber scheiß drauf, dafür ist es halt schick. Das hier sind halt so simplere Sachen, sag ich mal, das sind da halt die Bases, die sind beklebt und da kann man dann mit dieser geilen Schädelbox, deswegen bin ich ja auch Fan davon, Schädel kann man nie genug haben, gerade bei Warhammer, nicht wahr? Kann man hier ohne viel, das ist jetzt, entweder ihr nehmt halt das ist normale Streu, dieses Grasstreu, was man auf Modelleisenbahnen nimmt, in einem Farbton, da gibt es den verschiedenen, den ihr wollt, und dann kann man ein paar Schädel. Ansonsten klebt man halt ein bisschen Steine und Streu, so Dekostreu drauf, anmalen, also grundieren, anmalen, trockenbürsten. Und dann hat man auf alle Fälle auch mit wenig Aufwand, also die Bases, die haben jetzt nicht viel Zeit gekostet, machen aber schon mehr her, als wenn es jetzt einfach so ganz schlicht wäre, sag ich mal,
Diese hier zum Beispiel, da hat man jetzt eine Kleinigkeit gemacht und sie steht einfach, anstatt dass es auf der Base direkt steht, steht sie auf dem Schädel. Ist auch wieder eine Mini-Anpassung. Die eben, die war natürlich um einiges krasser hier. Also sowas ist natürlich schon Hammer. Und zufälligerweise sind dann natürlich auch heute in dieser Ausgabe die Sachen dabei, die vorhin angekündigt waren. Nicht wahr, diese Base-Gestaltungssets und so. Zufall, Zufall. Ja, aber dafür sind die Sachen halt auch da, ne? Und auf alle Fälle seht ihr, dass man hier viele, viele Möglichkeiten hat. Zum Beispiel hier dieser Schädel, wo dann auch hier so ein Ast noch durchwächst oder so. Man kann viele geile Sachen machen und sollte es auch tun. So, da haben wir unser Rhino, was ich eben angesprochen habe. Und jetzt gucken wir auch mal, wo das ist. Das ist Warhammer World. Ich gucke jedes Mal und ich vergesse es immer wieder. Steht überhaupt meine Adresse bei? Ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Ja. Nö, ich sehe es gerade nicht. Ja. Ich meine, es wäre Birmingham, ich weiß es jetzt aber nicht. Oder Nottingham? Verdammte Scheiße. Ich weiß es gar nicht. Irgendwo habe ich das auf alle Fälle gelesen. Ich werde es bei Gelegenheit mal nachreichen. Ist auf alle Fälle in England. So. Googelt's einfach, dann wisst ihr Bescheid. Da gibt es halt vielen, vielen schönen Schnickschnack. Unter anderem auch schöne, geile, große Ausstellungen. Es gibt einen Pub, es gibt Spieltische, es gibt die Black Library, es gibt einen Forge World Shop. Es gibt das Rhino, was lebensgroß vor der Tür steht. Shirts und allen Klüngel, was ihr nur wollt halt, ne? Ist ja klar. So, hier haben wir Lasermodelle und hier haben wir das Legion Mastodon der Iron Hands. Auch ein geiles Modell, ne? Kann man nicht anders sagen. Mächtig, mächtig cool. Dann haben wir hier einen Deathwing Terminator Captain. Das ist auch geil. Er steht schön vor einem Gemälde. Auch sehr geil. Dann haben wir einen milkafarbenen Imperial Knight. Die Modelle finde ich allgemein sehr geil, auch mit dem Container, sonstiges, was auch immer das ist, sehr schick gemacht. Dann haben wir, oh, zwei Sentinels, die sieht man auch nicht mehr so oft. Sehr schick. Und, Iron Jaws Megaboss, der hat ja ein geiles Farbschema. Also da stehe ich immer gerade total drauf. Sehr, sehr, sehr schick. Dann haben wir hier die, ja, wie heißen sie denn? Auf alle Fälle, ihr wisst, was ich meine. Die Steampunk-Zwerge von AOS. Und die Modelle finde ich ja sowieso extremst geil. Alles, was mit Luftschiffen ist, das ist so ein bisschen aus der Jugend von Final Fantasy, womit ich groß geworden bin, da ist so ein bisschen hängen geblieben. Ja, egal. Jeder hat so seinen kleinen Fetisch, nicht wahr? Im Rampenlicht, hier haben wir ein schickes Modell. Ein Steinmännchen. Mit Orks obendrauf. Das Rook Idol of Grog oder vielleicht Morg war eine echte Herzensangelegenheit. Seit Mark, ich wollte Grotz in der Armee haben und wie ginge das besser als mit einer Plattform für das Rook Idol? Okay, alles klar, sehr schick. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Modelle. Ah, dieser Leuchteffekt, das finde ich auch cool. Irgendwann werde ich das auch mal ausprobieren. Vielleicht auch beim Gelände oder so. Ich stehe da drauf, wenn dieses Licht dann wie so buntes, weiches Licht quasi fällt und dann auch noch über die umliegenden Gegenstände fällt. Das sieht immer sehr geil aus, finde ich. So, dann Neues aus dem Bunker. Da könnt ihr mal reinschauen. Hier haben wir nochmal einen Fototermin für das Rhino. Wahrscheinlich für die Ausgabe diesmal. Und dann geht es hier noch weiter mit aus dem Bunker. Die Whitecroft Bunker 40k Liga, okay, alles klar. So, ja gut, wenn ich da arbeiten würde, dann würde ich das auch auf alle Fälle spielen. Hier seht ihr schon mal so ein bisschen, was ich eben meinte. Sektor Imperialis Platten mit den geilen Gebäuden kommt immer, immer gut. Hier sehen wir das auch. Und ja, ich weiß gar nicht, bei wem das war. Ich war es bei den Bunker-Jungs? Ich weiß gar nicht. Irgendwer hatte die Sektor Imperialis Platte sehr geil angemalt und auch diese Leuchteffekte auf die einzelnen Punkte auf der Straße gemacht. Und das kam echt gut, kann ich nicht anders sagen. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. So, dann sind wir auch schon, was heißt schon, ein paar Minuten haben wir schon gequatscht, nicht wahr? Am Ende. Und der White Dwarf für Oktober, der erscheint erst am 6. Oktober. Also da haben wir jetzt auf alle Fälle ein paar Tage Zeit. Und ja, wer den abonnieren möchte, kostet in Deutschland 80 Euro pro Jahr. Und ja, kommt halt monatlich raus. Und kommt auch ein paar Tage früher, als er im Laden ist. Das ist einfach so. Also, heute ist nämlich der 28. Und der normal regulär wäre rausgekommen am 1. oder so. Am 1. oder 2. meine ich. Ich meine 1. Ne? Ja, das ist der White Dwarf für
den, was haben wir denn jetzt, September gewesen. Und mit Umverpackung, mit zwei Postern und dem 30-jährigen Warhammer 40k Jubiläum. Schicke Ausgabe, gefällt mir gut, also gerade das Poster gefällt mir gut. Ist zwar halt Space Marines, aber ne, kann ja nicht immer alles Schnitzel sein und so. Imperiale Armee wäre geiler gewesen, aber Space Marines ist halt Mainstream und so. Alles klar, ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem neuen White Dwarf zum Gucken und viel Spaß, wenn ihr euch den holt. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich bin raus. Lasst gerne einen Daumen da, noch lieber ein Abo da. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.